Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren 20-Minuten-Webinar QuickUp über Projektcontrolling im Project Account. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut und unserem Webinar steht heute nichts mehr im Weg. Mein Name ist Patrick Humiker und ich würde Ihnen gerne kurz unser Team vorstellen, das Sie heute durch das Webinar virtuell begleiten. Etwas Kurzes zu meiner Person. Mittlerweile wissen das wahrscheinlich die meisten. Ich bin vor gut einem halben Jahr zur Consulting-Firma zugestoßen. Zeit rennt. Als Customer Success Consultant und das Ziel ist, Ihnen in Zukunft mit Rat und Tat rund um die Produktwelt von der Consulting Forum zur Verfügung zu stehen. Mit dabei auch ist heute unser Senior Consultant Thomas Gassler. Er wird Sie heute durch die Demo durchführen. Last but not least, unser CEO Marcel Walter. Er wird heute den Chat bedienen und Ihre Fragen im Umfang von unseren Möglichkeiten so gut wie möglich beantworten. Die Fragen, die wir nicht beantworten können, werden wir gerne im Anschluss bilateral mit den jeweiligen Personen besprechen. Wir erlauben uns dann einfach, auf Sie zuzukommen. Ja, Sie sehen, wir versuchen heute Ihnen das Thema in drei kurzen Schritten näher zu bringen. Wir fangen an mit den Funktionen und Übersicht, also Projektübersicht. Dann geht es weiter zu der Nutzung der verschiedenen Tabellen und die Individualisierung davon, bis hin zu Detailinformationen und dann die mögliche Rechnungsstellungsprozessoptimierung. Ich möchte Sie noch darüber in Kenntnis setzen, dass das heutige Webinar aufgezeichnet wird. Wir werden Ihnen dann das Video zu einem späteren Zeitpunkt sehr gerne zur Verfügung stellen. Ich würde sagen, das wäre es eigentlich gewesen für die Einleitung von meiner Seite. Ich würde jetzt gerne das Wort und den Screen an Herrn Thomas Gassler übergeben. Viel Spaß miteinander! Ja, danke Patrick für die Einleitung da. Auch von meiner Seite herzlich willkommen bei diesem Webinar heute. Wenn ich so Teilnehmerlisten anschaue, habe ich da ganz viele bekannte Namen drauf, die ich schon sehr lange mit Project Account begleiten darf. An dieser Stelle herzliches Dankeschön für das Vertrauen, das Sie uns die ganzen Jahre schon entgegenbringen. Zum heutigen Thema Projektcontrolling. Projektleiter kennen das nur zu gut. Kontrolle ist in einem Projekt immer wieder ein wichtiges Thema. Und es gibt ja nicht umsonst Redewendung. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wir müssen ja die Übersicht haben in unseren Aufträgen. Projektkontrolle kann in einem Project Account an vielen Orten effizient und auch transparent anbieten, wo dann dazu führt, dass Sie auch gute Übersicht haben. Sie sehen auf der Folie, ich tue noch mal aufteilen. Wir haben verschiedene Anspruchsträger für Projektkontrolle. Wir haben einmal den Projektleiter da links dargestellt, wir haben aber auch den Controller und je nachdem, welche Rolle das man einnimmt, sind ein bisschen unterschiedliche Ansätze da, was einem denn wirklich primär interessiert. Viele von Ihnen sind vielleicht auch in der Doppelrolle, gerade jetzt die unter Ihnen, die ein Geschäft führen, die wollen natürlich sowohl Qualität wie Profitabilität sehen, sind dann halt je nachdem mit einem anderen Hut unterwegs, je nachdem von welcher Seite, dass man das anschaut. Wir sehen unten in den Kästchen, wo hier läuft, es kann eine zeitliche Betrachtung sein, das kann die Menge betreffen, das kann die Planung betreffen. Die Planung haben wir im letzten Webinar angeschaut mit der Ressourcenplanung. Wir haben dann die wertmäßige Betrachtung, Budgetkontrolle, aber auch die Verrechnung. Was darf ich in Rechnung stellen? Was kann ich in Rechnung stellen? Oder dann auch im dritten Kästchen rechts Stand von der Arbeiten. Das wäre dann Beurteilung. Habe ich die Arbeiten gemacht, die im Auftrag beinhaltet sind, wo müssen erledigt werden und wie sieht es denn aus mit den in dem Zusammenhang verbrauchten Ressourcen. Das einfach so als Übersicht, was da alles könnte drin hineinkommen in dem ganzen Projektcontrolling an Themen. Wir werden jetzt nicht in die einzelnen Themen als solches einsteigen, sondern ich zeige Ihnen anhand vom Project Account, wie Sie am besten zu solchen Informationen kommen, wie Sie auch die Informationen schnell und effizient können aus dem Project Account beziehen. Dazu kann ich da kurz umschalten.
So, Sie sehen meinen Bildschirm mit dem Project Account. Vielen von Ihnen bekannt, weil Sie ja arbeiten mit dem Tool. Wir haben hier im Menü Start innen, im Ribbon, das Menü Projekte abrechnen. Lassen Sie sich von dem Abrechnen nicht irre leiten. Es hat nicht primär nur mit dem Abrechnen zu tun. In dieser Übersicht haben wir ganze Haufen Funktionen, wo wir auch unterwegs bis zum Abrechnen können, Informationen und Material liefern, dass ich mein Projekt kann gut führen kann. Ich tue das einmal offen. Wir bleiben primär ein bisschen auf dieser Maske da. Ich kann mir auch den Ribbon da vielleicht wieder weg tun, dann habe ich mehr Platz zur Verfügung. Wenn wir einfach mal auf Suchen gehen, zeigt mir das System schon mal an, was ein Projekt rum ist. Per Default zeigt man nur offene Projekte. Sie können selbstverständlich auch da umschalten. Sie kennen die Suchoptionen, die Filteroptionen, die man da setzen können. Im Zentrum steht da vielfach ein Stand per Datum, sprich aus heutiger Sicht, wir sind im Juli, dort das System vorschlägt, dass wir bis Ende der Vorperiode die Sachen anschauen. Und was uns auffällt, wir haben da unten gerade farbliche Markierungen von gewissen Zahlen, gelb, grün und rot. Ja, was bedeutet das? Man kann sich ein bisschen ableiten, das zeigt einen Erfüllungsstand. Wie sieht denn jetzt das aus? Zum Beispiel die 81% sagen mir aus, dass vom Budget, das zur Verfügung steht, 81% bereits abgearbeitet ist allenfalls. Mindestens haben wir so viel von dem Budget geldmässig Verbrauch bis jetzt oder eben 74, 63 oder da rot natürlich die Überschüssung vom Budget. Je nachdem, wie Sie das im Betrieb beurteilen, haben Sie da vielleicht bestimmte Grenzgrößen, die Sie einstellen wollen. Ab wann soll so eine farbliche Hervorhebung erscheinen, also das Ampelsystem, Sie können das selber bestimmen im Betrieb. Wann soll das passieren? Also ab wann ist rot, ab wann ist grün, wo ist gelb? Die drei Farben stehen zur Verfügung. Sie sehen auch weiter unten werden keine Farbhervorhebungen vorgenommen. Also man kann da eine Grenzgröße einstellen. Die Grenzgrösseneinstellung finden Sie in den Optionen innen. Das können aber nur Administratoren bedienen und Sie haben da auf der Hauptübersicht die Limiteneinstellungen, wo Sie können die Limiten entsprechend setzen. Sie sehen, ich habe hier bei 110% gesetzt, bei 80 und bei 60. Hinten dran sehen Sie die Default-Werte. Wenn Sie nichts einsetzen, dann werden die Werte, sprich bei 80% wird es gelb, bei 90% ist es noch grün und bei 100% wird es rot. Das wäre dann die Standardwerte. Die Einstellungen gelten immer für die ganze Unternehmung, sprich hier innen in dieser Übersicht werden die Hervorhebungen gemäß diesen Einstellungen vorgenommen. Denn selbstverständlich funktioniert so etwas nur, wenn ich auch Budget führe. Da. Also dort, wo ich kein Budget führe, kann ich auch keinen Vergleich machen. Wir tun das primär auf den verbrauchten Wert und auf den fakturierten Wert führen die zwei Spalten. Jetzt viele von Ihnen denken, ja, aber da fehlen mir gewisse Spalten oder ich habe da vorne viel zu viel Text. Was interessiert mich da? Der Kundenprojekt steht im Vordergrund. Sie können sich die Ansicht selber noch definieren. Das heisst, Sie können Spalten ein- und ausblenden nach Ihren Bedürfnissen. Wo machen wir das? Wir finden ganz links aussen das Symbol, die Feldliste. Wenn wir die aktivieren, haben wir da sämtliche zur Verfügung stehenden Felder. Und wir können da jetzt auswählen, was wir brauchen. Ich tue mir da mal den Kunden weg. Der nimmt einen Haufen Platz. Ich nehme vielleicht auch noch die Sachen weg. Die Abrechnungsart möchte ich auch nicht sehen. Und Sie sehen, die Übersicht wird kleiner.
Sie tut sich nach links zusammenschieben, weil die Werte, respektive die Informationen, nicht mehr angezeigt werden. So können Sie sich Ihre ganz eigene Ansicht zusammenstellen und eine Darstellung machen, wo Ihren Ansprüchen gerecht wird. Nun, ich möchte ja das nicht allbot und immer wiederholen, da mich da durch die sehr, sehr, sehr lange Liste durchmühe. Irgendwann habe ich dann einmal meine Lösung gefunden, wenn ich das gerne möchte haben. Dazu steht Ihnen eine Funktion zur Verfügung, die Sie da auf der rechten Seite finden. Sie sehen, da steht im Moment der Default-Wert drin. Sprich, wenn ich auf Default einschalte, habe ich das, wie wir es vorher gesehen haben. Und da können Sie jetzt verschiedenste Sichten nach Ihren Bedürfnissen letztendlich speichern oder ablegen. Das heisst, ich kann mir da eine Kompaktsicht machen. Ich kann aber auch, habe da mal schon in einem früheren Webinar eine Testsicht gemacht. Sie sehen, das schaltet dann um. Je nachdem, was Sie für Bedürfnisse haben, können Sie sich da Sichten abspeichern. Das passiert ganz einfach mit dem Speichersymbol, das Sie da haben. Die Eltern unter uns kennen das noch. Es hat einmal eine Diskette gegeben, eine IT-Welt, die gibt es heute gar nicht mehr. Also da mit dem Diskette-Symbol können Sie sich das entsprechend speichern. Sinnvollerweise tut man da natürlich dann auch einen Namen vergeben, wo gewisse Hinweise gibt, damit man weiss, für welche Situation, zum Beispiel für eine GL-Sitzung oder eine Projektleitersitzung oder eine Monatssitzung oder wie auch immer die Ereignisse, die Vorkommnisse heißen, können sich da in dem Namen, wo man das dann speichert, wiedergeben. Unten sehen Sie noch ausblendet, ausgraut, sogenannt öffentlich Flag, die man setzen kann. Mit dem technischen Administrator kann man sich auch so Sichten im breiten Stil anlegen. Das heisst, die Sichten, die ich jetzt hier im Moment habe, die habe ich für mich selber, sprich die Person, die angemeldet ist, hat sich die eigenen Sichten gemacht. Aber man kann unter dem technischen Administrator auch Sichten machen, die für jedermann sichtbar sind, wo auf die Maske kommt. Also für alle Projektleiter, alle Kostenleiter oder alle Administratoren, dass die Sichten können unternehmensweit gebraucht werden. In der Regel hat man da nicht 2-3 Sichten unternehmensweit und viele haben dann da aber auch individuelle so Sichten. Sie können sich so eine Sicht auch wieder wegmachen, kann die wieder löschen, dann taucht die da auch nicht mehr auf. Also man ist da sehr flexibel, wie man das kann handeln. Jetzt, wenn Sie so eine Sicht haben, kann es sein, dass Sie auch, ich tue da mal schnell einen zusätzlichen Wert rein, nehmen Sie da irgendeinen Wert noch rein, und der Wert erscheint jetzt irgendwo da im Grid inne. Sie sehen, ups, der ist jetzt da ganz am Schluss hergekommen. In der Regel ist das so, wenn Sie eine neue Spalte dazu schalten, kommt die an Schluss her, weil da vorne soll sie ja nicht das durcheinander bringen. Sie können jetzt, ähnlich wie Sie das vom Excel kennen, die Spalte packen, markieren. Und jetzt mit der Maustaste, Sie sehen, das verändert sich ein bisschen, kann ich mir die Spalte dort her platzieren, wo ich sie möchte. Und wenn Sie das auch wieder so speichern, haben Sie die Spalte nachher auch so an dieser Stelle immer eingefügt und haben das gleiche Bild. Auch wenn Sie morgen, übermorgen und nächste Woche wieder ins Project Account einsteigen, sich das so abgespeichert, dann haben Sie immer die gleiche Sicht. Auf so einer Spalte haben Sie auf der rechten Maustaste das Kontextmenü, wo ich auch kann, entsprechend noch Optionen ausführen, wie zum Beispiel, sehr interessant, meistens eine Sortierung, zum Beispiel einmal absteigend schauen, wo habe ich die grössten Werte drin, je nachdem, was eben die Fragestellung dann ist an dieser Stelle. Das können Sie auf jeder Spalte ausführen. Rechte Maustaste, absteigend, dann wird das entsprechend gemacht. Nun, ich habe mir da vorher den Aufwand hineingenommen. Ich sehe da unten die 3080 Franken.
Mich interessiert jetzt, was sind das für 3000 Franken? Doppelklick drauf und Ihnen wird sofort das Detail anzeigen zu dieser ganzen Geschichte. Sprich, Sie sehen sofort, was hinter dem Wert für Einzelwert stehen, respektive Einträge. Das sind ja die Rapportierungen, die Ihre Mitarbeiter vorgenommen haben. Und ich habe da, wie das in der Journalsicht bekannt ist, auch gerade sofort Sicht, sind Sie schon in Rechnung gestellt oder sind es noch offene Werte. Ich kann das wieder zumachen. So können Sie weiter durch die ganze Spaltensicht durchgehen. Sie können das auch für eine Faktura anwenden. Die 1764, Doppelklick drauf, sehen wir, setzen sich zusammen aus 3 Einzelrechnungen, die da im März, April und Mai gestellt worden sind. Also ich komme sehr schnell an die Einzelinformation, kann mich auf die Art und Weise schnell im Project Account bewegen und an die Informationen kommen, die mich vielleicht spontan interessieren. Auch das funktioniert auf jedem Wert oben, Doppelklick und Sie kriegen Details dazu. Beim Budget sehen Sie, je nachdem, wenn es da schon mehrere Budgets hat, gerade zum Beispiel einen Budgetverlauf, sprich, wenn es eine Budgetänderung gibt auf diesem Projekt, würde da der Verlauf aufgezeigt werden. Sie sehen, dass da beim oberen Projekt das Budget hat sich erhöht. Das war einmal auf 25 gewesen, dann hat es 34 gegeben und zum Schluss haben sie noch 100.000 draufgesetzt. Selbstverständlich jetzt unter Umständen ist jetzt die Zahl nicht ganz realitätsbezogen, aber so sehen Sie einen Verlauf, wann sind die Budgets oder wann haben sich die verändert. Auch bekannt, ganz rechts, der Hyperlink, sofort im Projektstamm hineinzukommen, wo ich natürlich auch die Abrechnungsstände sehen kann. Ich kann aber jetzt zum Beispiel so einen Abrechnungsstand sofort auch für ein anderes Projekt anschauen. Ich kann den offen lassen mit dem Tab, gehe aufs nächste Projekt und kann mich da quasi so durchklicken und bin immer gerade auf dem entsprechend neuen Projekt, wo mir der Abrechnungsstand angezeigt wird. Jetzt, wir sehen da sehr viele Projekte. Ich habe das vorhin angezeigt, dass wir da ein bisschen die Farbhervorhebung sehen. In der Regel bin ich nicht in der ganzen Firma auf allen Projekten unterwegs, sondern in meinem Projekt. Dazu habe ich hier oben meinen Rollenwechsel, den ich machen kann. Das ist ganz rechts oben. Sie sehen das da. Und ich bewege mich in meinem eigenen Projekt inne. Da habe ich jetzt gerade noch die Reihenfolge umgekehrt, das kommt noch aus dem Sortierer von vorher. Die Maske schnell schliessen, der Sortierer wird nicht mitgenommen. Also ich suche nur mein eigenes Projekt. Ich sehe jetzt hier die Projektübersicht, wo ich mein Projekt oder allenfalls auch mehrere von meinen Projekten sehe, wenn ich auf Projektleiterstufe gehe. Selbstverständlich kann ich hier auch sämtliche Filter Funktionen einstellen, um eben zum Beispiel auch nur ein einzelnes Projekt zu sehen. Was haben wir zusätzlich noch an Funktionen, an Möglichkeiten aus dieser Maske heraus? Ich gehe mal noch hier oben in den Filterbereich rein. Wir haben da von rechts her, die meisten sind selbsterklärend, Projektleiter, Produktivzeit oder eben was für Projekte will ich sehen. Interessant wird es da mit dem Stand per, mit dem Datum, wo man da setzen können. Je nachdem, wenn Sie ein anderes Datum brauchen, ein anderes Abgrenzungsdatum, kann ich das entsprechend da wählen. Und Sie sehen, da hinten tut sich auch das Zahlenmaterial verändern, weil wir nur per 30.04., sprich per Ende April, die Sachen anschauen. Jetzt habe ich Ende April, wir wollen jetzt aber wieder per Ende Juni die Sachen anschauen. Dann kann man da gerade direkt das Menü einstellen mit diesen beiden Symbolen oder per heute mit dem zweiten Menüpunkt, den ich hier habe. Ja, noch ganz zum Schluss 2, 3 Sachen.
Totalziele. Ich tue das vielleicht noch mal schnell aufs Gesamte nehmen, dass wir da das besser sehen. Sie haben die Möglichkeit, da Totalisierungsfunktionen zu machen. Ich werde separate Totalisierungsziele haben. Das tut Ihnen automatisch da eine Konsolidierung machen von den Beträgen. Oder eben gerade aufs Hauptprojekt. Oder Sie werden nur das Hauptprojekt sehen, dann werden Teilprojekte ganz rausgenommen. Und ich habe das Ganze da als Totalisierung drin. Wir kommen schon langsam zum Schluss. Ich bin schon leicht am Überzeugen, aber ich tue mir die 2 Minuten noch nehmen. Ich hoffe, Sie haben noch Zeit oder der Hunger treibt Sie noch nicht zum Mittag. Wir können auch aus dieser Maske raus direkt in die Verrechnung hineingehen. Wir haben hier hinten den Hyperlink. Sie sehen das hier. Sie können also sagen, okay, das ist ein Projekt. Wir haben hier 43'000 geleistet. Das ist der Wert, den ich hier sehe, in der geleisteten Spalte. Die möchte ich jetzt abrechnen. Gleichzeitig sehe ich, dass ich hier aber auch in einem Zahlungsplan drin bin. Ich kann jetzt einfach mit dem Hyperlink Verrechnung auslösen. Da bringt er mich jetzt auf Zahlungsplan, kann in den Rechnungsvorschlag hineingehen und habe das nachher da in der Bearbeitungsmaske drin. Von da geht es eigentlich der normale Weg weiter, den man kennt für die Rechnungsvorschlagsbearbeitung. Jetzt kann es aber auch sein, dass ich auf den Projektleiter zurückstelle, dass Sie sagen, ja, ich will nicht nur ein Projekt, sondern ich will mehrere oder eine Teilmenge aus diesem Projekt verrechnen. Und dazu haben Sie die Möglichkeit, mit diesen Checkboxen da vorne zu sagen, die 3 Projekte, die sollen jetzt in die Abrechnung gehen. Und hier oben haben wir den Button Abrechnen. Kann ich die gerade in einem Aufwäsch, Sie sehen das, es werden 3 Projekte selektiert, in Rechnungsvorschlag verarbeiten. Er sagt mir jetzt, 2 Häger erstellt. Wieso nur 2? Weil der 3., den ich hier gewählt habe, ist ein Zahlungsplan. Der wird eigentlich noch eine zusätzliche Information haben, dass der Zahlungsplan eben auch ausgelöst wird. Also auch da Selektivrechnungsstellung, Einzelrechnungsstellung. Selbstverständlich können Sie auch aus der Rechnungsvorschlagserstellung immer über das Gesamte, über die gesamte Firma alle Rechnungen für Projekte in Vorschlag stellen lassen. Aber von da haben Sie selektive Möglichkeiten, das zu machen. Last but not least, ganz zum Schluss, jetzt sind wir schon bei 3 Minuten überziehen. Die 4. Minute werde ich aber noch schnell brauchen. Was auch sehr beliebt ist und oftmals nachgefragt, wir haben hier oben noch ein Excel-Symbol. Sie können auch immer aus dieser Maske heraus die Informationen, die hier im Grid dargestellt werden, direkt ins Excel rausgeben, indem Sie hier auf das Symbol klicken. Und dadurch wird Ihnen nachher die ganze Geschichte ins Excel rausgeben und können hier eigene weiterberechnende Sachen machen. Sie können das auch weitergeben. Das ist dann ganz offen, was Sie mit dem Excel machen. Das ist eine Einwegkommunikation, sprich, die Daten werden einfach ans Excel übergeben. Was nachher passiert, hat keinen Einfluss mehr aufs Project Account. Man kann also da dann ganz eigene Sachen noch im Excel abwickeln. So, 4 Minuten überzogen. Ich hoffe, es ist mir niemand böse. Ich mich von Ihnen verabschieden und würde gerne wieder an Patrick übergeben für das Schlusswort. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich hoffe, es verzeiht uns. Thomas hat schon so eloquent sich entschuldigt, dass wir ein bisschen überzogen haben. Aber ich glaube, es ist im Interesse von allen, dass wir das Thema eigentlich so haben können, mit Ihnen besprechen und besser gesagt mit Ihnen anschauen. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen gefallen und es war informativ gewesen. An dieser Stelle würde ich Ihnen gerne noch selbstverständlich sagen, dass wir offen sind für Anregungen und Vorschläge. Wenn Sie Ideen haben, was wir könnten in so einem Webinar behandeln, kommen Sie doch bitte auf uns zu. Einige Informationen, die ich Ihnen noch gerne möchte, mit auf den Weg geben. Wie gesagt, das Video ist, wir haben das Webinar aufgenommen. Wir werden in den nächsten Tagen ein E-Mail versenden mit Informationen sowie den Link zum Video.
Und zu dem Webinar noch, wir werden den Live-Event bis um 12 Uhr aktiv lassen. Das heisst, wenn Sie noch irgendwie Fragen haben im Anschluss, würden wir die selbstverständlich noch beantworten. Selbstverständlich dürfen Sie auch jederzeit außerhalb von uns zukommen mit Fragen rund ums Webinar oder um Consulting-Form. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie so zahlreich unseren Quick-Up teilgenommen haben. Das ist immer wieder lässig. Wir werden das sicher weiterführen. Und ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch.